Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Wir sind im Minecraft Mittwoch. Jawohl. Früh am Morgen, die Sonne geht auf und wir sind voller Tatendrang. Was wir denn genau machen wollen, gucken wir mal. Auf jeden Fall essen wir erstmal ein paar Melonen für den täglichen Durchfall. So, warte mal. Wir brauchen erstmal so ein paar Bretter. Hat man davon noch welche? Nö. Pass mal auf Türen. Da. Mach mal 6. Wird die Fichtentür nämlich. Hau ab, Junge. Mach, dass du wegkommst. Ach ja. Was haltet dann davon? Da war die andere Tür doch bald ein bisschen besser, oder? Ja, doch, ist ein bisschen freundlicher. Der Creeper, der macht mir da gerade ein bisschen Sorgen. Wo ist denn der Typ? Komm, wir gucken mal. Wir können hier voll krass observieren. Wo ist der? Verschwinde. Hau ab hier. Krass, guck mal, die Ranken. Ja, Mann, jetzt geht ja voll ab hier. Guck mal, die hängen hier schon voll runter. Nein, wir haben das Feld zerstört, aber wir haben eine Karotte gekriegt. Haha. Ach, oh Mann, ey. So, springen im Gewächshaus ist eine echt schlechte Idee. So. Ja. Okay. Die Tür, die passt hier nämlich perfekt rein. Pass auf, was ist denn, wenn wir die hier rausnehmen? Und die hier drin machen. Ist. Ja, weiß ich nicht. Ich fand hier die Eichentür ein bisschen hübscher, oder? Mit dem kleinen Fenster da drinne war eigentlich okay. So. Ja, doch, auf jeden Fall. Ne, passt zur Gesamtoptik. Also hier drin gucken finde ich echt schön. Na? Schön immer rumgaffen und rumstehen. Schon ein bisschen creepy, wenn er hier so steht. Aber guck doch mal. Ist doch was. Ist das was? Das ist doch was. Oh yeah. So. Ich muss ehrlich sagen, hier Captain Creeper war hier unterwegs. So richtig raustrauen tut mir gerade nicht. Und so einen richtigen Plan für eine Brücke habe ich mir auch noch nicht gemacht, wenn ich ehrlich bin. Bedeutet, wir hauen ja erstmal die Fichte weg. Ich hoffe, der kraucht hier die rum. Nee, gut. Nee, erstmal okay. Dann habe ich mir aber was anderes überlegt. Ab und an gehen mir so Dinge durch den Kopf. Planscht denn hier im Wasser? Die Kühe. Naja, bitte. Hallo, Stöcke. Bienen. Okay. Ja. Wir haben noch die Hacke aus dem Gewächshaus in der Tasche. Ist ja wieder richtig geil. Der Bambus, Alter, der hört gar nicht auf. Der wird bald so groß wie das Haus. Hoho. Schön. So, dann müssen wir die mal wegbringen. Kommen wir von hier aus durchs Fenster an die Gewächshaus, an die Truhe. Das wird immer schwierig, ne? Okay, dann lassen wir das mal. Machen wir mal so. Und die Tür wieder zu. Leute, Frage. Wollen wir einen Keller bauen? Ich hab Bock auf einen Keller. Sag ich ganz ehrlich. Dann müssen wir uns hier runterhacken. Warte mal. Sit hier abschließen. Gleiche Ecke. Das geht hier hoch bis zu dem Balken. Das nächste Ding ist, wir sind hier oben in den Stockwerken gar nicht. Ich will nicht sagen, dass die Stockwerke keine Verwendung haben, aber momentan machen wir hier noch nichts. Ne? Ja. Des Weiteren habe ich mir gedacht, jede Etage muss beheizt werden. Heißt, jede Etage bräuchte theoretisch einen Kamin. Na? So ein Kamin braucht einen Schornstein.
Wo baut man denn den Schornstein hin? Im Idealfall am Giebel. Der Giebel wäre diese Seite. Heißt, wir müssten hier überall nochmal ran und vielleicht nochmal ein paar Lagerfeuer und sowas bauen. Wäre so eine Idee. Ist mir nämlich vorhin gerade so durch den Kopf gegangen. Aber ist egal, wir kloppen uns hier erstmal in der Erde. Jetzt gibt nämlich einen Keller. So. Okay. Wir holen uns mal noch mal so ein paar Kirschholz-Treppenstufen. Ich hoffe, wir haben noch welche. Ja, haben wir. Okay. So, Fackeln haben wir noch 33. Okay. So, und Schippe. Wenn wir ganz viel Glück haben, finden wir so ja Gestein. Und eine Sache müssen wir unbedingt noch machen. Wir müssen mit dem Eisen, das wir haben, unbedingt eine Eisenspitzhacke machen, weil, wenn wir irgendwie mal was finden, Diamanten oder so, das müssen wir irgendwie abbauen. Da brauchen wir auf jeden Fall eine Eisenspitzhacke. Die nehmen wir jetzt zwar nicht mit, aber die brauchen wir. Wir machen uns noch aus Stein zwei, weil wenn wir in die Gestein gefüllten... Oh, eine Schippe brauchen wir auch nochmal. So. So, Eisen packen wir zurück. Wertvolle Rohmaterial. Ja, dann würde ich sagen, ab nach dem Kellerbau. Ja. Ja, hilft ja alles nichts. So. Wollen wir uns hier noch Balken drin zimmern oder wollen wir das so lassen? Weil hier wären Balken schon echt cool. Haben wir noch Eichen dabei? Ja, haben wir noch. So. Tack, tack, tack. Hey, krass. Und das Ding steht auf dem Stein. Haben wir sehr weise vorausgedacht. Das gefällt mir. Ja, machen wir das umlaufend? Oder ziehen wir hier den Balken rein und fertig? Ich meine, das Keller, ne? Eigentlich wäre hier der Balken gut. Das Ding ist... Ja... Na, pass auf, wir machen das so wie folgt. Den stellen wir hochkant. Aus Gründen, ihr werdet später schon verstehen. Ich habe mir da nämlich gerade in diesem Moment was bei gedacht. Na, müsste vielleicht klappen. Gucken wir mal. Und zwar, wir brauchen die Schippe. Wir brauchen die nächste Schippe. Wir ziehen hier erstmal einen Deckenbalken rein. So, ne, dann steht es da nämlich. Und ich glaube, mit diesem Konstrukt kommen wir gut voran. Okay, sind wir auf Kellerebene. Hier brauchen wir noch einen Balken. Was machen wir denn hier? Hier lassen wir doch auf gar keinen Fall einfach nackig die Erde, oder? Ja, mit was veredeln wir hier die Wand? Vielleicht müssen wir erstmal gucken, wie groß der Keller sich überhaupt erstreckt. Wie das ausarten wird. Mal gucken. So, wir kloppen das hier erstmal alles raus. Wir müssten vielleicht generell mal gucken, wie weit die ganze Sache hier nachher noch in alle Richtungen sich erstrecken wird. Das Ding ist, da ist Stein. Oder machen wir da vielleicht nochmal einen Fußboden? Oder kommt denn da nochmal ein Pfeiler? Wir könnten hier auch nochmal einen Pfeiler setzen. Ist an sich ja nicht schlimm. So, ne, kann ja ruhig alltragend sein, kein Thema. Ist halt der Keller.
Ja. Dunkel ist der Keller, mir scheint. So, ein bisschen Licht reinbringen hier. Wie wir die ganze Sache hier gestalten, bin ich mir noch nicht so richtig sicher. Auf jeden Fall hätte ich gerne einen Keller. Ist alles untergraben. Wir haben hier Stockwerke und Räume ohne Ende, ohne Nutzung. Das ist mir klar. Aber ich will es haben. So, also fressen wir uns hier rein. Und ich habe die Hoffnung, dass wir hier an Rohstoffe rankommen, die halt cool sind. Wir könnten noch eine Etage tiefer gehen. Wäre eigentlich auch nicht so verkehrt. Ja, wenn ich mir das gerade so überlege, könnte man machen. Oder sogar zwei tiefer. Ja. Stufen haben wir noch ausreichend. Okay. Zack und zack. Ja. Da geht noch was. Ich bin auch in der Planung gerade, ne? Also ihr seid live dabei, wie hier so Dinge wieder mal passieren und entstehen. Aber könnte vielleicht cool werden. Mal gucken. So. Erdreich. Das müssen wir natürlich dann noch komplett alles ändern. Ist jetzt schon wieder Nacht? Ja, ist mir aber auch egal. Machen wir hier wieder dicht. Hier ist die Stein. Das ist okay. Wir haben nämlich Fichtentüren. Dann nehmen wir die Fackel vielleicht raus und machen die hier. Dann machen wir hier. Ja. Warte mal. Machen wir hier auch nochmal einen Balken rein. Haha. Genau. So, da wird dann der Abstieg in den Keller. Müssen wir nur mal gucken, was wir hier reinmachen. Ob wir hier wirklich denn vielleicht so Bruchstein oder so. Mal gucken. Wir können mal probieren, wie es aussieht mit Bruchstein. Da ist er. Ja. Das könnten wir hier dann auch machen. Was heißt denn? Achso, die Fackel hinter uns haben wir weggemacht. Ja, guck mal doch, das auch doch, das sieht gut aus. Das gefällt mir. Hier könnten wir theoretisch auch mit Steine dicht machen. So, müssen wir dann halt nur gucken, dass wir dann da nachher wieder hinkommen. Ja. Oder machen wir hier wieder zu? Oder lassen wir das noch offen? Ich bin mir gerade noch nicht so sicher. Auf jeden Fall dürfen wir keine Hohlräume lassen, wo irgendwelche Mobs oder so spawnen können. Das geht natürlich gar nicht. Also Fackeln rein. So. Wollen wir noch in eine Ebene runter? Wenn wir da jetzt einen Holzbalken reinzimmern. Und uns hier Türen reinstellen. So. Dann haben wir hier eine schöne Kellertür, oder? Ja, klar. Dann könnten wir hier auch inne machen. So. Einfach mal was können. Ja, dann ist die Frage, machen wir hier wieder zu? Auf jeden Fall machen wir hier drüber erstmal weg. Dann würde ich hier auch noch einen Balken drüber legen. So. Bis daran. Naja, dann muss halt auch vernünftig aussehen, ne? Ist ganz wichtig gerade für mich.
machen wir hier wieder. Ach komm, wir machen hier wieder zu. Haben wir Erde? Haben wir. Komm, dann stopfen wir das Loch hier wieder. Weil ich weiß gerade nicht, ob wir den Raum hier wirklich brauchen. So, und da, wo kein Raum ist, kann auch nichts spawnen. Dann können wir den Balken wieder rauskloppen hier. Okay. Ah, nee, die Treppen nicht komplett runter. Wir müssen hier rein. So. Den nach da. Und hier oben drüber eventuell wieder Steine, oder? So, und da auch. Fackeln. Wir haben da Fackeln. Dann bräuchten wir da und da vielleicht nochmal. Ja. Okay. Hier führt es noch ins gar nichts und hier geht es jetzt weiter. Haben wir noch Spitzhacken? Jawohl. Ja, komm, wir heben uns das hier wieder aus. Na, wir haben hier nur den Balken als Sturz, dass wir hier wieder komplett durchkommen. Warte mal, wenn wir die Tür hier zu... Sollten wir hier auch Balken setzen? Ja, muss ja architektonisch alles nachvollziehbar und vernünftig sein. Ich kann hier spinnen. So. Haben wir schon mal einen Kellereingang. Ist immer noch in der Nacht, ne? Da, guck mal hier, Nachbarn. Was sich hier nachts so rumtreibt. Da, Spinne. Alles am Start wieder. Verrückt. Wir gucken mal in unser wunderschönes Gewächshaus. Krass. Jetzt ist die Melone auch richtig gewachsen. Guck mal in die richtige Richtung. Die Kürbisse machen so ihr Ding. Das läuft. Dann haben wir noch zwei Wachsplätze frei. Und die Ranken kommen auch. Oh, cool, wir brauchen noch Kartoffeln. Hier ist Erde. Katsching. Ja, dann machen wir weiter. So, das wird der Keller. Okay. So. Warte mal, wir haben die Melonen. Dann fressen wir erstmal die Melonen alle auf hier. So, da ist die Ebene, wo wir reingehen. Hier. Das bleibt erstmal so. Da machen wir gar nichts. Jetzt ist die Frage, wie weit wollen wir das hier noch hinaustreiben? Wir haben ja hier oben halt immer Erde. Das müssen wir vielleicht nochmal umändern. Ich weiß noch nicht, was wir hier drin machen. Stein wäre eigentlich ja nicht so dumm. Okay, da war jetzt immer zu viel Erde rausgefummelt hier. Zack. Und Bruchstein. Okay, dann haben wir hier schon mal die Decke. Und ich würde sagen, doch, komm, wir graben uns hier einfach mal in der Seite oder raus. Ich habe absolut keine Ahnung, wie weit. Was natürlich... Oh, da ist Bruchstein. Nee. Wie heißt das? Diorit? Heißt das Diorit? Das ist andere die Steine. Was natürlich extrem cool wäre, wenn wir hier auf Eisen oder sowas stoßen. Ja. Und ich muss sagen, das ist ja ganz schön dunkel.
so besser? Ich glaube, so ist besser, oder? Da kommt auch Stein. Dann haben wir hier wie so, ja, wie so ein Stolleneingang. Das sieht dann süd aus. Wie weit haben wir das hier rausgetrieben? Erstmal nur so weit, okay. Ja, Eisenspitzhacke würde natürlich viel, viel schneller gehen, aber haben wir gerade noch nicht. Die Schippe ist auch gleich kaputt. Haben wir noch eine bei? Natürlich nicht. Jetzt müssen wir hier mit der Hand rumfummeln. Das Ding ist, was wollen wir denn hier in den Keller alles reinbauen? Hätte ja Bock auf so eine schöne Schwimmhalle oder so. Also total, ne, realitätsfremd eigentlich. Zack, so. Ja, und die Wände können wir jetzt nach allen Richtungen weiter ausbauen. Und wenn wir hier zumachen, na, haben wir hier einen wunderschönen Kellereingang. Hier ist nur ein Stoß drüber wegen der Tür. Hier bleibt offen. Stein. Da, Holz, jawohl. Hier ist halt hochgradig dunkel. Wir machen da noch eine Fackel und da noch eine Fackel. Na? So. Theoretisch würde dieser Raum sogar reichen, um komplett zu wohnen. Bett, Crafting Table, Kiste, noch so andere Sachen, ein Ofen, ne, würde eigentlich komplett reichen. Aber nö. So, das ist nur der Kellerraum. Wir haben hier halt einfach mal ein vier- oder fünfetagiges Haus mit so, ja, keine Sachen drin und ein krasses Gewächshaus. Herrlich. Ja, bitte. Oh, die nächste Fichte ist gewachsen. So, ab in den Keller. Ja, wir brauchen eine Schippe. Warte mal. Wir bauen uns hier erstmal so ein Ding. Jeder Keller braucht hier erstmal einen Schrank. So, dann können wir nämlich von hier aus neu agieren und eine Schippe konstruieren. Ich würde das ganz gerne bis nach vorne durch zum Wasser bauen. Also, ne, bis das hier zu Ende ist. Hier ist auch nochmal Erde. Okay, so weit weg sind wir gar nicht von. Na, sag schon, hier von der Decke. Glaube ich. Wenn wir das hier ausheben. Ja. Jetzt könnten wir die Steine zählen, wie weit wir jetzt hier reingehen, bis wir vorne ankommen, aber. Wir werden ja so oder so sehen. Jetzt ist die Frage, wollen wir hier deckenkonstruktionstechnisch einfach ein paar Holzbalken stellen, dass es so bleibt? Oder machen wir hier Wände rein? Ich habe noch gar keine Ahnung, wie wir die Sache hier gestalten. Auf jeden Fall machen wir uns hier erstmal einen schönen großen Kellerraum. Ein Partykeller. So. Wollte ich eigentlich ursprünglich als Lagerraum nutzen. Mit dem Vorteil, wenn wir von draußen ins Haus reinkommen, können wir direkt Treppe runter und dann hätten wir alles vor Ort. So war eigentlich mein Grundgedanke. Gucken wir mal. Aber ich habe gerade wenig Hoffnung, dass wir hier Kohle oder Metall finden. Ist ein bisschen schade. Warte mal, nee, eben müssen wir noch. So. Das bleibt so. Dann kommt hier schon mal Bruchstein rein. Dann ist die Wand erstmal soweit fertig. Und die auch. Na, guck mal, da haben wir hier schön so einen Holzstoß, wo die Tür drin ist. Ich finde das voll hübsch. Oder? Geht voll klar. Licht ist sehr wichtig, dass hier ja keine ungebetenen Gäste kommen. Deswegen erstmal ein paar Fackeln an der Wand, solange wie wir noch welche bauen können. Okay, dann heißt es Richtung da lang.
Warte mal, wo haben wir denn hier die Mitte? Ist natürlich doppelt. Warte mal. Ist aber nicht Mitte Haus, ne? Ist so. Okay, Mitte Haus wäre hier. In die Richtung ist die Mitte. Die Symmetrie ist mit, ihr wisst Bescheid. Wo immer diese Geräusche herkommen. So, das ist die Richtung, wo wir uns durchfressen hier. So. Da haben wir auf jeden Fall erstmal ordentlich zu tun. Und hier müsste bald eigentlich, warte mal hier, ja. Hier müsste eigentlich bald wieder Tageslicht irgendwie sein. Als hätte ich sie gesagt. Hallo! Direkt unter der Terrasse. Ja, geil! Jetzt haben wir ja nur... Oh Gott, ein Esel. Das Problem mit Mobs und so, ne? So, wenn wir den Raum jetzt stark erweitern. Oh, geil! Wir können bis an den Balken hier ran. Da machen wir eine schöne Fensterfront in den Keller. Dann ist es hier nicht so dunkel. Das ist natürlich wieder cool. Also ganz ehrlich jetzt, wirklich. Bis wohin? Bis da. Hier ist The Magic. Die Grenze. Okay. Machen wir eine Vierer-Fensterfront. 1, 2, 3, 4. Wir haben halt hier genau die Mitte. Dann kommt das noch raus. So. Und das noch raus. Und kommen hier Fenster rein. Die sollten wir holen, dann wäre hier wieder dicht. Oder? Und hier kommen dann Balken. Und Stein. Zack, zack, zack. Haben wir noch eine Schippe? Natürlich nicht. Egal, komm, dann fummeln wir das mal schnell mit der Hand raus hier. So. Müssen wir nur die ganze Erde hier vorne noch wegräumen. Aber das ist ja kein Problem. So, wir brauchen Fenster. Die holen wir, die haben wir oben. Jetzt müssen wir hier nur immer zumachen, sonst haben wir ein Problem. Und ich glaube, unterm Haus ist eine Höhle. Creeper am Fenster. Der will in unser Gewächshaus rein. Kann er vergessen. So. Scheiben. Da. Wir haben nicht viele, aber wir haben welche. So, wir brauchen eine Schippe. Vielleicht auch zwei. Machen wir mal so. Und es regnet. So, ab nach dem Keller. Wie um alles in der Welt kommst du in mein Haus? Hä? Hab dich nicht eingeladen. Jetzt lass mir raten, deine Viecher latschen oben zweite Etage im Raum rum. Euch hat keiner eingeladen. Wisst ihr das eigentlich? So, aber hier, das ist der perfekte Raum. Hier wollte ich nämlich die Fichtentüren haben. So. Ne? Hallo? Abstellraum? Alles klar. Ja, ja. Darauf erstmal ein paar Melonen. Okay, also spawn hier Typen. Das ist natürlich Käse. Keller. Ist offen. Gefährliches Terrain. Wir müssen hier auf jeden Fall schließen. So. Theoretisch kann die Kinder rinkommen. Das heißt, wir fräsen uns hier erstmal durch.
Dann ist ja auch fast die Breite schon vorgegeben. Warte mal, hier ist ein Balken. Nee. Da ist ein Balken. 1, 2, 3, 4. Boah, perfekt. Geil. Haben wir jetzt schön Keller. Ich wollte eigentlich noch einen Pool hier drin haben, aber ich glaube, das hat sich gerade geändert. Hä, ist voll geil hier unten. Finde ich voll schön. So, warte mal. Das Balken. 1, 2. Sind wir so außer mit dich, sag mal? 1, 2, 3, 4. 1, 2. Nee. Die Hausmitte war hier. Genau da. Da steht ein Balken. 1, 2, 3, 4. Da steht ein Balken. 1, 2. Ah, na klar, wir müssen hier noch viel weiter raus. Die Tür ist nicht in der Mitte. So, jetzt habe ich's aber. Stein. So. Da, 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 da. Ey, wie cool. Ich habe da gerade voll Bock drauf. Komm, wir bauen den Keller ordentlich. Und das Schöne ist, wir können ja richtig geil Lager machen. Oh. Hier ist Außenwelt. Wand. Ist jetzt natürlich doof. Von draußen sieht man denn wahrscheinlich einen Stein. Ja. Zack und zack und ja. Interessant. Dank, dank, dank. Genau. Na, guck mal, das ist doch was. Vor allem das Schöne ist, wir haben da oben abschließend schon wieder einen Balken. Und der Creeper, der findet die Brücke geil. Ne? Der macht da den Wächter anscheinend. Okay, ich verstehe, ich verstehe. So, komm, wir machen erstmal eine Seite fertig hier. Da ist der Balken. Dann 1, 2, 3, 4. Dann machen wir da aber nochmal einen Eckbalken. Hier ist offen, hier ist doof. Brauchen wir nicht. Ist hier perfekt. Dann müssen wir nachher von außen einfach nur nochmal was ran. Ist das gerade schlau, dass wir in der Nacht das Haus öffnen? Ich glaube nicht, ne? Nee, ich glaube, das ist nicht schlau. Und dann sollten wir eventuell. Die andere Seite erstmal so weit freilegen, weil hier ist gebiet mehr Berg. Schippe haben wir noch, okay. Okay, warte mal, wir haben hier einen Balken. 1, 2, 3, 4. Okay, jetzt haben wir die richtige Breite. Das passt. Schippe weg. Schippe da. Eine Fackel. Ich bin übelst irritiert, weil das hier außermittig ist. Dieser Kellereingang. Da, dass erstmal ein bisschen Licht hier reinkommt. Ich weiß ja nicht, ist. Das ist doch Andesit, oder? Theorie, genau. Ist das ein Anzeichen für irgendein bestimmtes Material, was hier in der Nähe ist? Das weiß ich gerade aus dem Kopf, nehme ich leider nicht. So, die Decke kann raus. Und wieder rein. So, wie gesagt, damit die Ausgestaltung. Da kümmern wir uns später drum mit Holzbalken oder so zur Abstützung. Müssen wir mal gucken.
So. Aber das ist voll cool. Da müssen wir nachher, wenn Tag ist, von draußen nochmal ordentlich wegräumen. Und damit wird das Haus nochmal eine Etage größer nach unten. Aber Keller muss sein, oder? Da seid ihr doch meiner Meinung hoffentlich. Und hier können wir dann Kisten und sowas hinbauen, wo wir dann die ganzen Sachen lagern. Erde, Stein, Holz und sowas. Dann brauchen wir das nicht immer ins Schlafzimmer reinschleppen. Das können wir dann alles schön hier lagern. Okay, 1, 2, 3, 4. Ist eigentlich... Ja, müssen wir eh raushauen. Das Stein. Warum ist denn da Stein? Da machen wir jetzt aber Holz hin. So. Aber hier kommt Glas rein. Und hier kommt Stein. Genau. Kaputt. Jetzt haben wir keine mehr, ne? Mann! Ja, der Keller wird geil. Schippe. Und ich dachte schon, wir haben zu wenig. Nee, reicht. Und ich denke mal, das wird noch nicht die letzte Schippe gewesen sein, die wir unten brauchen. Weil hier kommt so viel Erde zusammen. Ist ja der Hammer. Blub, blub. So. Ja. Ist immer noch dunkel, ne? In so ein Kellerfenster. Ne, ich will wieder so eine komplette Fensterfront hier unten haben. Ich finde nämlich, glaube ich, cooler. Komm, wir graben uns mal hier durch. In der Hoffnung, dass hier nicht irgendwelche Typen kommen. Die haben hier nämlich in meinem Keller nichts verloren. So, guck mal, genau. Und das machen wir hier drüben auch nochmal. Und dann ist das cool. Jetzt hauen wir hier noch die Decke raus, dann machen wir noch Steine rein, weil eine Erddecke ist halt nicht so schön. Zack, 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 zack. Zack. Ich bin gerade sehr glücklich, dass es so funktioniert mit der ganzen Balkengeschichte, mit der... Na, ist hier Terrasseende? Ne, die ist da drüber. Ich hätte ja fast gesagt, wir bauen noch unter der Terrasse weiter. Aber das sieht dann bestimmt wieder bescheuert aus, oder? Oder nicht? Oder doch? Können wir auch spontan entscheiden, aber ich glaube, wir haben gerade zu wenig Stein. Haben wir noch einen Slot? Ja. Wird nicht reichen. Gott, wird bei Weitem nicht reichen. Wo ich die Balken gerade gesehen habe, fand ich das eigentlich ganz hübsch. Vor allem guck mal, wie die Decke sich öffnet, wenn wir hier vier hoch haben und nicht nur drei. Aber eigentlich. Wollen wir hier vier hoch machen? Was ist denn hier unter? Fußboden. Dann könnten wir die Balken mit benutzen als optische Abgrenzung.
Müssen wir die alle nochmal rauskloppen, hier die Stadt. Ach, du Schande. Ja, so kriegen wir die Zeit natürlich auch rum. Oh, die Original-Minecraft-Mucke lüfte gerade. Ist voll schön. Kaputt. Ja, heißt, wir müssen die komplette Decke doch mal rausholzen. Oh Mann, ey. Und eigentlich hier, das da drüber auch nochmal komplett. Okay, da ist schon Stein, das ist perfekt. Die ist wieder mal kaputt. Dann drücken wir hier schon mal wieder Stein rein. Ah. So, ne? Ich denke, ihr wisst, wo die Reise hingehen soll. Wer macht hier Sachen? Haut ab hier. So. Licht bitte. Danke. So. Ordentlich ausleuchten ist wichtig. Da! Da laufen die Nachbarn. Okay. Ja, Leute. Der Keller wird ja der Hammer. Riesig wieder mal. Mann, ey. Ja. Naja. Von Tisch kommt nichts. Wir bauen uns mal einen Keller. Creeper. Oh. Heißt, wir müssen hier auch komplett raus? Ich hoffe, dass das geht. Dann haben wir da überall Erde. Und ich hoffe nur, dass bei uns im Haus hier nicht irgendwelche Viehzeug spawnen, was wir da nicht haben wollen. Das wäre natürlich echt nicht cool. Und was gerade mega nervig ist, dass wir die kompletten Steine alle nochmal rausballern dürfen hier. Aber so ist es, ne? Hast du eine Idee, musst du halt gucken, wie man die am besten umsetzt. Und wenn da halt so, ne? Dann halt ja. Jetzt ist natürlich schön, wir haben draußen hell. Dann könnten wir hier jetzt vernünftig von draußen zumachen. Aber wir haben nur noch 4 Fensterscheiben. Oh, ich hoffe, wir haben hier noch Würfel, dass wir das hier dicht machen können. Das wäre natürlich echt cool. Müssen wir dann nur aufpassen, dass wir uns nicht verbauen. Sonst wird das auch sehr anstrengend. Weil dann müssen wir nämlich wieder Sand holen, um Glas zu machen und... Ach, hör auf. Sag mal, ist unter uns hier eine Höhle oder was? Da ist offen. Dann können wir hier den Balken durchziehen eigentlich. Wir haben ja keine Schippe mehr. Sag mal. Eine Schippe. So. Ja. Sag mal, ist der bei uns im Haus oder was? Oder steht er hier vorne? Der ist bestimmt hier hinter. So. Okay, heißt, wir hauen hier jetzt die Erde raus. Und stoppen dann da Steine rein. Dann haben wir hier eine schöne Viererhöhe von der Decke her. Die lungern alle bei uns draußen am Haus rum. Definitiv. Kannst mir erzählen, was du willst, das ist so.
Ja. Bitte schon wieder dunkel? Nee, es regnet. Okay. Ja, das regnet in letzter Zeit aber oft. Gott, so viel Erde. Steine. Ja. Jetzt platzieren wir die auch richtig. So ist das vernünftig. Genau, hier würde ich dann nochmal einen Balken reinzaubern. Umlaufend am besten. Sofern das hier auch möglich ist. Wobei, hier können wir sie da ablegen. So nicht. So aber. Oder? Ja, klar. Das ist voll cool. So machen wir das. Das passt ja wieder. So, dann haben wir Eichenstämme auch bald alle aufgebraucht. Ne? Jawohl, so geht das. Okay, wir hauen hier die Steine rein. Und mit dem Glas, glaube ich, da müssen wir mal gucken. Wir hatten ja noch ein paar Würfel beim letzten Mal rausgeholt. Ein paar Glasquader. Und ich hoffe, dass wir die noch einschmelzen können zu Scheiben. Steine gehen auch bald aus. Das ist nicht gut. Bedeutet im Umkehrschluss, wir müssen uns dann in den Berg hineinbauen, um da die Tierstelle hinzukriegen, oder? Ja. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben nur noch 5. Na, da würde ich hier nochmal einen Eckpfeiler setzen. Nur alleine wegen der Optik. Und hier ständig irgendwas mit Stress. Neben uns, hinter uns, über uns. Ach man, ey. Warte mal, die müssen wir auch alle komplett raushauen. Stimmt ja. Dann haben wir doch ein paar Steine. Aber ich glaube nicht, dass wir die Decke damit voll bekommen. Das wird nämlich genau nicht reichen. Und die Schippe ist auch gleich wieder alle. Siehste? So. Au, Erde haben wir aber viel. So, wir stopfen erstmal dieses Loch hier. So, dann haben wir das schon mal soweit zu. Wir brauchen auf jeden Fall noch Eichenstämme. Da ist ein Creeper. Hallo? Da ist noch einer? Na? Hallo? Okay. Habt auf euch, ja, keinen Bock hier. Ein bisschen Erde ist noch da. Da haben wir nochmal einen Stein. Schippe. Haben wir überhaupt noch Inventar frei? Ja, eh noch. Passt ja wieder ganz genau. Zwei noch, okay. Ja. Stört mich gerade, dass die Creeper hier draußen rumlatschen. Möchte ich nämlich eigentlich nicht. Da kommt er drin. Hau ab. Ich hier drin ja nicht hoch. Ich hau dir in die Sicht. Pah. Wo ist dein Komparse? Der kommt doch auch gleich, oder? Haut ab hier. Ich will euch hier nicht sehen. Keine Zeit für euch. Ja, wir brauchen Scheiben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wir haben noch 4. Heißt, wir brauchen noch 8.
können wir 8 Scheiben machen. Da, die rennen überall rum. Das ist ja die reinste Seuche mit dem. Nee, 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 Leute, nee. 21. Bitte, lieber Gott, lass mir daraus nochmal 12 Scheiben bauen dürfen. Machen, tun, Sachen machen. Wo sind die Dinger da? 16. Nehme ich auch. Alles klar, passt. Und dann die zurück. Wölfe brauchen wir. So, die dahin. Warte mal, Eichenholz brauchen wir noch. Ja. Oh Gott, Erde. Wir packen mal hier Diorit raus, nehmen Steine mit. Wir können Erde hier lassen. Die brauchen wir gerade wirklich nicht. Den müssen wir nachher alles runterschleppen in den Keller, weil da will ich das dann nämlich einlagern eigentlich, vernünftig. So. Okay, dann Abfahrt. Es ist schon wieder Nacht. Wir schlafen einfach mal, in der Hoffnung, dass danach weniger von den Viehzeug rumrennt. Vielleicht haben wir Glück. So. Spitzhacke brauchen wir auch nochmal eine. Okay, dann ab nach dem Keller drin rein. Tür war offen. Ist auch hier. Nee. Oh Gott, haben wir zugemacht. Wie schlau. Ja. So. Die Decke ist geschlossen. Das ist schon mal fantastisch. Da oben hauen wir jetzt nochmal die Erde raus. Komm schon. So. So, richtig. Stein raus, das rein. Fackel an die Wand. Ist vielleicht der Asymmetrie in dem Raum wegen. Na, aber. Warte mal, wenn. Das ist die Hausmitte. Hier. Das ist ja doch mittig. Krass, dann täuscht das so doll, weil das einfach nur eh rübergesetzt ist, ja? Okay. Schippe. Warte mal. Erstmal die olle Melone noch wegfressen hier. Okay. Ich hoffe, dass die Typen alle weg sind. Dieses Geräusch ist nicht cool. Alter, dieses Geräusch ist gar nicht cool. Erde? Hm, nee, machen wir hier Stein? Ja, da aber Erde. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Ja. Wir dürfen uns jetzt nicht verbauen. Wir haben nämlich ganz doll abgezählt, unsere Fensterscheiben hier konstruiert. Okay. Es ist zu. Erde raus. Steine rein. So. Hier ist halt immer noch offen, ne? Ist nicht geil. Was machen wir denn hier? Machen wir hier Stein? Ja. Eigentlich ja. Oh, komplett Stein, oder? So, dann kann hier schon mal keiner mehr dran rumhampeln. Das ist ja wieder cool. Fackel. Und da können wir uns doch jetzt theoretisch hier ganz in Ruhe durchfressen. Und den ordentlich machen. Ohne dass wir Angst haben müssen, dass hier irgendwas passiert. Ne? Ja. So.
Perfekt. Der Keller ist schon mal zu. Hier noch die Erde raus. Stein, Stein. Tada! Jo. Hä, ist ja voll. Guck mal, so dachte ich mir das. So wunderschön. Vor allem mit vier Dinger hoch. Optisch ja nicht so verkehrt. Das müssen wir nur mal vielleicht mal ein bisschen abzählen. Wegen Balkenstellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also, warte mal. 12. Ist wieder eine blöde Zahl, ne? 1, 2, 3, 4, 5 und ein Balken. Ein. Warte mal. 1, 2, 3. Ha, halt! Warte mal, ich wollte die hier auch raushauen. Genau so. Das machen wir hier drüben auch. Zack, zack und zack. So. Also, wie haben wir denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das ist ja perfekt. Pass auf. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann haben wir den hier raus. Dann kommt hier ein Stützbalken rein. Zack. Das gleiche machen wir hier drüben. Auf der anderen Seite. Immer die Fackel weg. Wieder ran. Super cool. Ja, Leute, Kellerraum. Ein bisschen Licht drin, dass hier nicht spawnen kann. Und jetzt können wir das hier eigentlich alles vollhauen mit Kisten oder Fässer, je nachdem. Wir können uns hier ein schönes Lager einrichten. Guck mal. Da haben wir mal einen Keller gebaut, schnell. Sehr, sehr cool. Nee, fällt mir. Wir könnten vielleicht noch rausgehen und da vom Fenster die Erde noch wegklatschen. Das können wir noch machen. In der Hoffnung, dass hier kein Typ rumrennt. Und dann können wir hier einen Tierstall reinzimmern. Ja, so machen wir das. Dann kommt irgendwann die Brücke noch weg. Das ist ja mal ein fetter Fisch. Alter Verwalter. Jo. So, wo ist denn die olle Erde? Wir wollen noch rausgucken hier. Na, ist ja verständlich. Kann von mir aus hier so ja bleiben. So. Wollen wir noch ein paar Fackeln stellen? Alleine nur, dass hier einfach nichts spawnen kann, mobtechnisch. Wir haben noch 11. Wir sollten die nicht so hundertprozentig verballern. So. Und so. Und da. Und ich glaube, Freunde, dann. Aua. Gehen wir noch mal ganz schnell rüber ins Dorf und gucken uns die Materie vom Dorf aus an. Aber ich glaube, das ist cool. Boah. Ach, kommen wir ihn direkt rüber. Wie viele coole Blumen hier wachsen. Hasen, hallo. So. Zeig. Ja, wie cool. Ey, das sieht geil aus. Seid mal ehrlich. Doch, die Kellerfenster sehen bald cooler aus wie die große Fensterfront, oder? Guck mal. Sehr hübsch. So. Wollen wir nochmal Kartoffeln suchen gehen? Kann ja wohl nicht sein, dass die hier keine Kartoffeln haben, oder was? Was ist das hier? Getreide.
Getreide. Ihr müsst doch Kartoffeln haben, Leute. Ihr könnt doch hier einfach keine. Hallo? Haben die hier Kartoffeln? Sag mal, haben die hier Kartoffeln? Kartoffeln. Hier muss ja irgendwo ein Kartoffelacker sein. Das ist alles Weizen hier, ne? Schöne Wurst. Na, Lama? Hallo, Lama. Kupfer, aber kein Eisen. Ist natürlich ein bisschen doof. Warte mal, wie sieht denn die Hütte von hier aus? Zeig! Ja, Keller haut rein. Ne, die Erde da vorne, die stört mich da gerade ein bisschen. Besser sagt, die fehlende Erde, da müssen wir nochmal ran. Gucken wir mal, dass wir da hochkommen. Würde ich da nochmal Erde vorpacken, weil da sieht es halt einfach schöner aus. Wir kommen hier gar nicht hoch. Haben wir schön alles weggebaut, aber von hier geht. Weil das sieht man von Weitem schon hart hier. So. Jetzt kann ich damit leben, glaube ich, hoffe ich. Ja. So, das war's. Dann müssen wir gucken, dass wir hier hochkommen und ab ins Bett kommen, weil wird Nacht und hier passieren immer so Dinge, wenn dunkel ist. Ne? Die Brücke ist immer gut besucht von explosiven Typen. Der Schwarzpulverhandel, der floriert hier anscheinend. Fichten. Ehre. So, jetzt aber rin mit uns. Der Berg, der macht komische Geräusche. Ich denke mal, den Tieren wird es gefallen, wenn sie da schlafen und wohnen dürfen. So. Haben wir noch was zu essen bei? Ja, ein bisschen Hühnchen. Das drücken wir uns noch rein. Weil sie mit vollem Magen einfach viel besser schläft. So. Sehr schön. Ha. Dann nehmen wir mal auf Terrasse erstmal ordentlich in Rohren. So, Sonnenaufgang angucken. Ja. Boah, wie riesig. Da unten ist wieder Party hart. Alles klar. Ja, wie gesagt, die Brücke. Die würde ich dann auch von der Höhe. Oh, Creeper. Hau ab da! Hast du das verloren? Ich meine dich. Ich sehe dich. Du siehst mich nicht, aber ich sehe dich. Ja. Leute, das war der Kellerbau. Den müssen wir jetzt natürlich noch ausbauen. Da kommt jetzt natürlich noch haufenweise Kistenkram oder Fässer rein. Müssen wir mal gucken. Holz haben wir genug. Daran soll es nicht scheitern. Ja, da gucken wir mal beim nächsten Mal, ob wir den Keller weiter ausbauen oder ob wir uns um die Tierställe kümmern, dass wir da erstmal was haben. Weil Lockstoff hätten wir eigentlich. Ich glaube, Schafe und Kühe kannst du mit abgeernteten Weizen locken und Hühner mit Samen und Schweine mit Karotten. Ja, so ist, glaube ich, die Sache richtig. Oh, das Gewächshaus, guck mal da. Die Karotten sind reif. Zuckerrohr ist voll am Wachsen. Der Bambus dahinter, wie riesig. Ehre. Völlig geil. Ja. So ein Terrassengarten hier runter. Wäre auch ganz cool. Na, mal gucken. Wir kriegen das alles hin nach und nach. Ne, wir müssen ja nicht überstürzen, weil theoretisch hat das hier, was wir hier gerade machen, das hat kein Ende. Ja? Ich habe da momentan gerade sehr, sehr viel Bock drauf. Deswegen sind wir hier und bauen so Sachen, auch coole Sachen, wie ich finde. Ist aber alles, ja, hat halt nichts mit dem normalen Minecraft zu tun, wo man hier so Sachen ausprobiert und Fabriken macht und irgendwelche Farmen baut, sondern ich will einfach erstmal nur ein cooles Haus haben. Das müssen wir noch ausstatten. Nach und nach kommen da so Sachen rein. Wie gesagt, jetzt haben wir einen Keller. Dann kommt jetzt auch ein Tier. Wobei, der kann uns hier nicht anhaben, oder? Der kann hier nicht hoch. Nö. Na denn, mach mal. Ja. So, ich finde schon wieder kein Ende. Ist natürlich wieder super. Ja. Wir haben Keller, Freunde, mit Fenster, Ausblick nach Dorf. Und im Dorf gibt es keine Kartoffeln. Finde ich echt nicht gut. Und ich glaube, da hinten irgendwo war der Pillager-Turm. Vielleicht gehen wir da auch nochmal gucken. Sag mal, sind da hinten Häuser? Seht ihr das richtig?
Na klar. Guck mal, da das Helle da hinten. Ey, da müssen wir mal gucken gehen. Vielleicht ist da hinten das nächste Dorf. Da, genau am Fadenkreuz, rechts da oben. Guck mal, genau drüber. Da ist doch so was Oranges. Vielleicht? Okay. Das klingt nach einer Mission. Da werden wir uns beim nächsten Mal wahrscheinlich hinbegeben. Wir müssen das ganze Inventar hier noch ausklumpen. Wobei, ist ja nicht so viel. Ja, gut. Also, bis zum nächsten Mal. Mach keinen Quatsch und rein hauen.